Wende sprechen. Eine Meditation zum Kreuzweg der Dreifaltigkeitskirche Wiesloch von Theo Gerg. Täglich, stündlich um uns herum, überall erleiden Menschen Unrecht. Wir sind gefährdet, alle, ausnahmslos. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ursachen: Unzulänglichkeit, Versagen, Feigheit, Dummheit, Grausamkeit. Gesteuerte Aktion. Resultat: Einzelschuld, Kollektivschuld. Dem entgegenzuwirken ist Gebot. In diesem Kontext steht die blaue Wand, die Wand der Nacht, der dunklen Tat. Vierzehn Stationen eines Leidensweges in tief durchfurchter Betonwand. Zwei davon in weißen Zellen, abgeschlossen nach außen durch vergitterte Kerkerfenster. Der Himmel bricht blau durch ersehnte Freiheit. Schriftzeichen stehen plastisch in den Zellen. Fangen das Licht, leiten, verändern, verdichten es und strahlen es in den Raum. Schriftform und Lichtfarbe setzen sich in geistig-plastische Raumaktion um. Voll wechselnder und Intensität. Sie machen bewusst, was geschah. Fast verwischt sind die Gitter der ersten Zelle durch das schwere, düstere Urteil. Ein grausam gefährliches Wort. Einer Waage gleich balanciert es, sinkt ab. Das Todesurteil ist gefällt. Dunkles Blau erfüllt die Zelle. Ein letzter Gang beginnt. Von eisigem Blau überstrahlt. Unerbittlich zeigt der Pfeil den Weg. Wankend steigt das Wort Letzter nieder. Schwer rollt Gang über die Zelle hinaus, stößt in die undurchdringliche Tiefe der dunklen Wand, ausweglos. Belastet, bricht der Verurteilte zusammen. Ein schwarzer Block droht über ihm. Durch die Gitter filtert wenig Licht, an manchen Stellen rot wie Blut. Eine Frau steht und wacht. Mutter. Ihre Silhouette verwischt die Kerkergitter, bricht sie auf, befreit. Hoch oben übertönt breit ein Schrei, ein Gebet. Hilf! Eine Mahnung an uns, eine Mahnung auch zum Trösten. Trösten. Ein Tool voller Mut und Überwindung, besonders wenn Schwierigkeiten sich türmen. Blut perlt, unübersehbare Gefahr droht.
entkräftet, bricht wie ein Gebein auseinander, was eben noch stark erschien. Stärker und breiter fließt das Blut rot im Kampf mit dem kaltstrahlenden Blau, fließt über die Zelle hinaus. Wie im Schmerz windet, hebt und senkt sich Geduld, die den anderen erträgt, auch wenn er auf die Nerven geht. Folge dieser Torturen: Zusammenbruch. Kaltes Blau und breit fließendes, brennendes Rosa und Blutrot konfrontieren sich in stärksten Gegensätzen. Auf engstem Raum gedrängt, allem beraubt, bloßgestellt, maximal erniedrigt und gequält, ist der Verurteilte, bevor er hingerichtet wird. Hinrichtung, hier kein Wort, denn kein Wort kann diesen Mord nennen. Große Blutflecke gerinnen zwischen Gitterstäben. Das Blau brennt. Hingerichtet, ausgestrichen. Nur Rot erfüllt die Zelle, ergießt sich über die schwarzen Wände, schreit zum Himmel, fließt hinunter in den Raum, auf den Boden, die Bänke, die Anwesenden. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, so heißt es. Rot versickert in der Nacht. Der Hingerichtete wird begraben. Pax leuchtet aus dem dunklen Grab am Boden. Friede, aber nur durch Toleranz, Verständnis, Gerechtigkeit und Liebe. An die Wand der Nacht stößt der sonnige Himmel des goldenen Lichtes, des Lichtes der Erlösung, der Liebe. Zwei übermächtige Betonwände, getrennt durch ein 8 Meter hohes, gold- und rotstrahlendes Fenster, von Perlenschnüren durchzogen, mit Kristallen übersät, Festschmuck der solomonischen Gesänge, Symbol der Auferstehung und der Verklärung. Hoch oben das Zeichen von Christus, dem Weg zum dreifaltigen Gott. Fenster der Liebe, der rauschenden, berauschenden Freude, der Erlösung, gekrönt durch die Betonkristalle der Decke, die an drei Stellen aufgebrochen. Stärkstes, sonniges Licht durchfiltern. Gegensätze sprechen aus diesen Wänden.
Dem Menschen guten Willens werden sie bewusst. Bewusst wird auch der Weg, den sie empfehlen. Der einzige Weg zum Heil.